Hallo liebe Freunde der Wissenschaft zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch die Synthese von Brom. Macht den Versuch bitte nicht nach. Es besteht Lebensgefahr beim Einatmen von Brom. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung der Inhalte, die im Video gezeigt werden. Aufgrund der zahlreichen Gefahren, die bei Exposition mit Brom entstehen können, tragen wir armlange Handschuhe. Eine Gasmaske ist auch vor Ort. Bei der Reaktion an sich handelt es sich um eine Redoxreaktion. Das Bromid-Ion wird zu Brom oxidiert, das Chlor wird zum Chlorid reduziert. Zuerst setzen wir eine Natriumbromid-Lösung an. Dazu werden 120 Gramm Natriumbromid abgewogen. Diese werden dann in rund 200 ml destilliertem Wasser gelöst. Das ist möglich, da Natriumbromid ziemlich gut in Wasser löslich ist. Hier ist eine schematische Darstellung der Apparatur, wie sie aufgebaut werden sollte, und hier die daraus folgende Apparatur. Es sei direkt zu Anfang gesagt, dass die Gaswaschflasche, welche vor den Gasentwickler geschaltet wurde, später, da sie undicht war, abmontiert wurde. Links befindet sich unsere Gasentwicklungsapparatur, bestehend aus einer Flasche, wo die Chlortabletten hineinkommen, und aus einem Tropftrichter, in welchen die Salzsäure reinkommt. Tropfen wir die Salzsäure auf unsere Tabletten, entsteht Chlorgas, welches in den Rundkolben eingeleitet wird, in dem sich später eine Natriumbromidlösung befinden wird. Das überschüssige Gas kann dann entweichen, und zwar über einen Dreiwegehahn in eine Gaswaschflasche, in der sich eine Natriumthiosulfatlösung befindet. Der Dreiwegehahn dient dazu, dass wenn sich ein Unterdruck aufbaut, dass man diesen abbauen kann. Das Gaseinleitungsrohr hat eine Fritte. Das dient dazu, dass mehr Blasen entstehen, die kleiner sind, jedoch zusammen eine größere Oberfläche haben. In unseren Rundkolben legen wir nun unsere Natriumbromidlösung vor. Dann testen wir die Apparatur, ob sie auch dicht ist. Als nächstes wird der Gasentwickler befüllt und an die Apparatur angeschlossen. Spätestens jetzt wird der Laborkittel angezogen, zudem auch Handschuhe. Da der Abzug zwar saugt, uns das aber nicht genügt, habe ich noch einen Ventilator und eine andere Belüftungsanlage ins Labor hineingestellt. Ist der Versuch soweit vorbereitet, kann nun Chlorgas in unsere Natriumbromidlösung eingeleitet werden. Es ist ziemlich schnell eine Verfärbung der Lösung zu sehen. Sie ist erst gelb und wird später rötlich-bräunlich. Das ist der Hinweis darauf, dass sich Brom bildet und in der Lösung löst. Da in der ersten Flasche ziemlich wenig Chlortabletten waren, wurde eine zweite mit deutlich mehr Chlortabletten angeschlossen. Ein regelmäßiger Strom an Chlor wurde daraufhin eingestellt und der Abzug geschlossen, dass alles fröhlich abreagieren kann. Leitet man das Chlorgas ein, entsteht sofort Brom. Dieses löst sich zunächst im Wasser, so lange bis die Lösung gesättigt ist. Dann bildet sich elementares Brom am Boden des Kolbens. Da dieses am Verdampfen war, weil der ganze Prozess exotherm ist, habe ich Eis drunter gestellt, damit einfach weniger Brom verdampft. Irgendwann hat man eine richtig dicke Brompfütze am Boden des Kolbens. Es wird jedoch so lange Chlor eingeleitet, bis die Lösung über dem Brom relativ entfärbt ist.
als das irgendwann der Fall war, in der Atmosphäre des Kolbens keine Bromdämpfe, sondern nur noch Chlor war und sich auch kein weiteres Brom gebildet hat, habe ich die restliche Salzsäure im Gasentwickler noch auf die Chlortabletten tropfen lassen, das restliche Chlor einströmen lassen und danach den Vorgang beendet. Nun folgen einige Schritte, um das Brom aufzureinigen. Zuerst wird das Wasser, was sich im Kolben noch befunden hat, vom Brom abgetrennt. Und danach wurde das Brom noch mit einer stark hygroskopischen Flüssigkeit ausgeschüttelt, dass einfach Wasser von unserem Brom abgezogen wird. Und diese Flüssigkeit wurde auch mit einem Scheidetrichter wieder abgeschieden. Im nächsten Schritt bauen wir eine gewöhnliche Destillationsapparatur auf. Der Auffangkolben wird mit Eis gekühlt, das so wenig Brom wie möglich verdampft. Wir verwenden ein Wasserbad, da der Siedepunkt von Brom bei 58,8 Grad Celsius liegt und somit ein Wasserbad zum Heizen genügt. Das Wasser, was zum Kühlen verwendet wird, hat eine Temperatur von 2 Grad Celsius, dass das Brom auch wirklich gut kondensiert. Ziemlich schnell ist die ganze Apparatur schon mit giftigen, leicht bräunlichen, unangenehm riechenden Bromdämpfen gefüllt. Man konnte das kletternde Brom sehr gut beobachten, da dort, wo es kondensiert, wirklich dicke braune Bromwolken zu erkennen waren. Der ganze Destilliervorgang ging eigentlich ziemlich flott. Schon nach 30 Minuten war das ganze Brom herüberdestilliert. In unserem Destillierkolben ist nur die kleine Pfütze aus hygroskopischem Mittel übrig geblieben. Das Brom wird in eine kleine Gewindeflasche überführt. Das Gewinde der Flasche wird mit Teflonband umwickelt und auch der Deckel enthält Teflonbeschichtung. Das liegt daran, da Brom ganz normalen Kunststoff ziemlich schnell durchfrisst, ähnlich wie Chlor, und man diesen nicht verwenden sollte. Zudem diffundiert Brom auch durch den Kunststoff an sich. Die kleine Gewindeflasche kam nochmal in ein Glas und wurde mit Papier umwickelt, dass einfach die Flasche geschützt ist vor kleinen Erschütterungen. Und hier ist es, das selbst hergestellte Brom. Ich bitte euch, den Versuch wirklich nicht nachzumachen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns gerne abonnieren und auch das Video liken. Bis zum nächsten Mal.